Entweder du bezahlst mich oder ich helfe dir nicht. Du kannst mein Silbermedaillon haben. Ah. Das ist von meiner Mama. Das ist mir das Liebste auf der Welt. Geht doch! Altmar HD. Toll. Ah, da sind wir in Vault 81. Hey Leute, hier ist der Altmar mit Fallout 4. Oh, was ist das denn? Hey Mister, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Ja, das bin ich. Geh weg, Kind, du nervst. Geh weg, Kind. Du nervst. Arschloch. Kein Bock mit dem Jungen zu reden. Bist du aus dem Vault? Darf ich einen Rundgang machen? Nur für einen Kronkorken? Ich geh da mal raus. Muss nicht auf mich warten. Schon wieder? Aber ich brauche hier deine Hilfe. Samen. So. Ich brauche mehr Samen. Ich bitte dich. Was? Du hast meine Sieht ziemlich übel aus da drin. Hoffentlich zickt 81 jetzt mal eine Weile nicht rum, damit wir hier eine anständige Pause bekommen. Kelvin verschwindet nämlich manchmal. Tut mir leid, Neuer. Hab im Moment kaum Zeit zum Reden. Warum haben die eigentlich alle Nuka-Cola-Pip-Boy? Ich glaube, ich muss mal einen anderen Nuka-Cola-Pip-Boy installieren. Gut, sei halt so. Gut, sei halt so. Hey, nicht gleich an die Decke gehen. Ein paar Minuten kann ich mir schon nehmen. Also, was gibt's? Ihr wohnt hier seit über 200 Jahren. Klar, dass die Wohnqualität langsam nachlässt. Dass die Wohnqualität nachlässt? Du bist wohl einer dieser politisch korrekten Leute. Der alte 81 hier ist ein echtes Wrack. War eine Weile grundsolide. Immer einfach zu warten. Aber in den letzten paar Jahren ist echt den Bach runtergegangen, der alte Bunker. Das verschleißt auch jede Menge Werkzeug. Wenn du also welches übrig hast, würde ich es mehr als gerne nehmen. Klar, wir sind im Geschäft. Super, eine Sache weniger, wegen der ich dem Aufseher auf die Nerven gehen muss. Wie dem auch sei, während ich hier rumlabere, wartet die Arbeit. Tut mir leid, dass ich nicht länger Zeit zum Reden habe. Aber die Arbeit ruft. Immerhin stehe ich dir dann nicht im Weg rum. Ich meine, ist doch egal, ob der Vault den Bach untergeht. Ich meine, es geht wohl viel kaputt oder so. Aber wenn man doch nur an die Struktur denkt, ja? Ich meine, es gibt nichts Besseres im Commonwealth als das hier. Es ist einfach, der ist nichts. Hey, ja? Wie geht's? Hast du es ist so, der Bunker ist so das 9 plus Ultra. Das Einzige, was man im Schuss halten sollte, wäre natürlich die Belüftung. Wenn du einen Arzt brauchst, findest so, wir gehen jetzt erstmal zu der Tante hier. Hi. Unser Besuch aus dem Commonwealth. Willkommen im Versorgungslager. Und entschuldige die Unordnung. Ich habe derzeit einfach keine Zeit zum Aufräumen. Mann, ich kann aber auch fiese Sachen sagen. Ist mir nicht mal aufgefallen. Danke, sehr höflich. Lass es mich wissen, wenn ich dir mit etwas helfen kann. Ich habe hier von allem ein wenig rumliegen. Wenn man mit Sachen zu tun hat, die über 200 Jahre alt sind, ertrinkt man recht schnell in Arbeit. Es gibt Tage, da würde man am liebsten gar nicht erst aufstehen. Aber das interessiert dich sicher nicht. Möchtest du dir mein Angebot vielleicht mal ansehen? Mann, ist die schmuddelig. Das ist mir vorher nie so aufgefallen. Ich würde vielleicht was kaufen oder verkaufen. Toll, ich habe hier alles Mögliche rumliegen. Bingo, bingo, bongo. Wächter des Aufsehers. Feuert ein zusätzliches Projektil. Wie viel kosten das? 1800. Guck mal, Kinderspiel. Guck mal, Aufseherarmschutz links, Aufseherarmschutz rechts. Reduziert Schaden beim Stehen. Das ist auch so. Ist aber kein Dingens. Was brauchen wir denn eigentlich? Der 45er oder 44? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh Mann, das war teuer, aber wir haben es. Ach, Gott sei Dank. Schatzi Putz. Die Wasserpumpen noch mal ansehen. Sogar ein Zielfernrohr. Guck mal. Komisch. Nachtsicht. Oh Mann, hier gibt es so viel. Ich würde das gerne alles looten. Guck mal, da oben ist ein Weihnachtsgeschenk. Vaultic Giftbox? Der Weihnachtsmod hier platziert. Wie lustig. Okay, gut, die was hat das jetzt für Munition? Ach, egal. Wir haben hier einen Friseur, falls du einen brauchst. Nein. Was ich damit nicht andeuten wollte. Ich glaube, ich kann alles mitnehmen, sobald ich gut gesonnen bin mit denen, oder? Ich weiß gar nicht. So, jetzt reden wir mal mit der Samentante. Dr. Forsyth möchte dich sehen, wenn du kurz Zeit hast. Hybridisierung. Diese Sorte schlägt sich echt gut. Hey. Bald brauche ich neuen Dünger. Sehr wenig Verfärbung. Starke Zellstruktur. Irgendwie bekomme ich die Kartoffeln nicht hin. Man okay, Dr. Forsyth. Wer wollte mich sehen? Penske. Ach, guck mal, da ist der Friseur. Ah, oh, deine Friseure sind fabelhaft. Kate, was machst du da drin? Danke, Horatio. Einfach himmlisch.
Und ich dachte schon, ich schaffe es nie mehr hierher, bei meinen Arbeitszeiten. Ah, aber es hat doch geklappt. Und jetzt siehst du rundum erfrischt aus. Und vergiss nicht, in ein paar Monaten möchte ich dich wiedersehen. Jetzt zisch ab und geh dich ausruhen. Kann dir nichts versprechen, aber ich werde es versuchen. Ah, ich hatte gehofft, dass du vorbeischaust. Ich weiß aus Erfahrung, dass das Commonwealth gnadenlos zur Frisur ist. Also, Lust auf einen Haarschnitt? Wäre cool, wenn die Haare wachsen würden, aber es tun sie nicht. Kein Interesse. Ganz wie du willst. Ja, dann hätte man auch einen Grund, zum Friseur zu gehen oder was auch immer. Was gäbe ich nicht für ein Leben? Du bist also der Neue. Hab schon gehört, dass wir jemanden in den Vault gelassen haben. Wie lange hast du vor, hier zu bleiben? Marcus William Somerset. Lang genug, um mich gut umsehen zu können. Okay, das heißt hoffentlich nicht allzu lange. Wir hier in 81 können uns um uns selber kümmern. Wir müssen nicht jeden Reisenden reinlassen, der sich zu uns verirrt. Ich wusste gar nicht, dass meine Frau so kaltherzig ist. Mark im Ernst. Nach über 40 Jahren Ehe kannst du dich glücklich schätzen, dass du noch lebst. Wieder ein neues Gesicht im Vault, was? Was brauchen wir denn dieses Mal, mein Somerset Junge? Ist doch eine Insel. Ist das nicht so eine Insel in Skyrim? Ich meine in Elder Scrolls. Lass mich in Ruhe, Opa, ich habe keine Zeit für dich. Meine Güte. Bin nur zu Besuch hier. Nur zu Besuch? Sieh einer an. Gwenny lässt die Leute jetzt schon einfach so hier rein. Oh, Moment mal. Du trägst ja einen Vault-Anzug. Woher sagtest du gleich nochmal, dass du kommst? Ich komme aus Vault 111. Heulende Höllenhunde. In all meinen Jahren habe ich nie, und ich meine nie, jemanden aus einem anderen Vault getroffen. Vielleicht hebt es ja die Laune hier ein wenig, wenn ein Bewohner eines anderen Vault zu Besuch kommt. Die Leute hier sind zurzeit ein wenig überarbeitet. Ein paar von ihnen geben Aufseher McNamara die Schuld. Aber Gwenny kann nichts dafür. Das arme Mädchen ist nur zur falschen Zeit in der falschen Position gelandet. Ich bin mir sicher, dass sie ihr Bestes gibt. Tut sie auch. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und diesen Schrotthaufen hier am Laufen zu halten, ist nicht einfach. Gut, ich mach mich mal lieber wieder an die Arbeit. Sonst macht mich meine alte Dame zur Schnecke. 62 Jahre alt. Und noch immer voller Feuer. Ja, so muss das sein. Hallo. Bist du das aus dem Commonwealth? Gwen hat mir von dir erzählt. Immer schön, hier ein neues Gesicht zu sehen. Wer ist Gwen? Das ist die Dingens. Ja, kann mir schon vorstellen, dass wir eure Routine ein wenig durcheinander bringen. Und das ist auch gut so. Sag mir, wenn du Proviant für deine Reisen brauchst oder einfach nur Hunger hast. Unsere Karte ist nicht so exotisch wie das Commonwealth, aber sie erfüllt ihren Zweck. Diese Grundstücke von Mrs. Soprano. Okay, heute nicht. Heute nicht. Schon gut, Zuckerstück. Schau doch später vorbei, wenn du hungrig bist. Ich will Quests haben. Ich kann die Katze suchen von der Kleinen. 81 gibt es immer was zu arbeiten. Wir sollen zum Doktor gehen, ne? Der ist doch hier. Keine faulen Tricks. Wenn du keine Sorge. Geh zu Maria in der Cafeteria. Die hat immer was für dich. Austin Echo? Ne, warte mal. Ach, die Frau Lehrerin. Warte mal. Ich kann es kaum erwarten. Entschuldigung. Nicht mehr in die du kommst von draußen, müssen. Nicht wahr? Hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Du bist ja lustig. Da draußen ist jeder Augenblick ein neues Abenteuer. Hey je, wusste ich's doch. Meine Kinder würden zu gerne von deinen Abenteuern hören. Ob du wohl zu meiner Klasse sprechen würdest? Ich werde sehr gerne zu ihnen sprechen. Hervorragend. Schau einfach mal vorbei, wenn Unterricht ist. Ich unterbreche ihn dann einfach und übergebe dir die Klasse. Da bin ich. Katie. Möchtest du den Schülern jetzt eine deiner Geschichten erzählen? Sehr gerne. Wenn du willst. So interessant sind sie nicht. Sei doch nicht so bescheiden. Die Kinder freuen sich auf deine Geschichten. Kinder, Kinder, hört bitte zu. Wir haben heute einen Gast, der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt. Hast du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft? Ja, nur mit einer Pistole und drei Kugeln bewaffnet. Wirklich? Raider hatten das Museum umstellt, in dem sich mein Freund Preston versteckt hatte. Ich musste sie alle mit bloßen Händen töten. Nur mit den Händen? Wirklich? Preston hatte solche Angst,
dass ich den Rest der Raider alleine mit einem Billardkö besiegen musste. Unmöglich. Mit einem Billardkö? Als die Todeskralle rausgekrochen kam, schnappte ich mir eine der Pistolen des Raiders. Aber die hatte nur 3 Kugeln. Ich wäre weggerannt. Ein Schuss in jedes Auge und einen in die Stirn. Dann war die Todeskralle erledigt. Wow, du kannst echt gut schießen. Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Danke. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Hier. Kritische Treffer im waffenlosen Nahkampfangriff dauert 5% mehr Schaden. Bitteschön. Das wird euch in Zukunft im Commonwealth viel helfen. Das erinnert mich an meinen Opa, der mir beigebracht hat, dass wenn ein wütendes Warzenschwein auf einen losrennt, ja, musst du ja immer einen Stock besorgen, wenn ihr in den Wald geht. Hört mir jetzt gut zu. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt. Nehmt euch einen Stock mit einer Astgabel vorne, ja, sodass ihr damit perfekt, die müssen halt, dürfen nicht so weit auseinander stehen, so eine kleine Gabel, perfekt in die Nasenlöcher vom Wildschwein steckt und dann rennt's weg, ja. Das ist die Chance, ein Wildschwein loszuwerden, also immer den Stock in die Nase stecken. Da ist der Doktor. Willkommen. Willkommen in City 17. Ich hoffe, das wirkt nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest du medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Vielleicht für ein paar Kronkorken. Vom Aufseher habe ich ein bisschen was dafür bekommen. Wie klingen 50 Kronkorken? Das reicht nicht ganz aus. Ich kann wohl auch den Rest der Zuteilung verwenden. Ich kann dir 100 Kronkorken geben. Na gut, sind wir mal nicht so... Ach, wenn du dein Pfund Fleisch haben willst, muss schon mehr drin sein. Du bist eine harte Nuss. Ich kann dir 150 geben, aber keinen Kronkorken mehr. Setz dich einfach, dann nehme ich dir Blut ab. Da? Ich setz mich dann hier hin, ja? Gut. Es dauert nur einen Moment. Ich kann nicht hingucken! Nein! Ah! So. Hat doch nicht wehgetan, oder? Oh, nein. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Dankeschön. Danke. Das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Okili-dokili. Da sitzt noch eine Krankenschwester. Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsyth bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Wäre das denn mit Blut ab nicht eher dein Job? Werf einen Doc auf mich, Doktor. Ja, wirf mal einen Blick darauf, Doc. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Ich hab da so ein Kribbeln, Doc. Zu viele Camps. Hast du was dagegen? Wir bekommen dich schon wieder clean. Wird aber nicht angenehm. Ein bisschen zu viel Jet gehabt. ein bisschen zu viel. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Naja, ist alles okay. Hab sonst keine Beschwerden. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht, sonst war meine Arbeit umsonst. Ja, haben wir das wenigstens gelöst. Bald kann ich alles looten, glaube ich. Oh ja. Oh ja. So, Doktor, Ansässiger. Vielleicht hat er ja Arbeit für dich. Sieht doch alles super hier aus. Das repariert überhaupt. So, jetzt gehen wir mal hoch und zwar in den Reaktorraum. Dr. Pensky hat hier ein Hydrokulturlabor. Vielleicht hat sie ja Arbeit für dich, wenn du welche suchst. Was? Kind. Wo ist denn Rachel, wie die heißt, wegen dem... wegen der Wartungsarbeiten. Reaktor. Ist gut, ne? Direkt das Klassenzimmer direkt neben dem Reaktor. Und hier ist natürlich der wichtigste Raum, ist total verkommen. Und hier ist auch alles voller Dreck. Besucher von draußen. Wenn dich mein nichtsnutziger Bruder nach Jet fragt, sag ihm, er soll Leine ziehen. Wer ist denn dein Bruder? Sein Name ist Bobby. Und er ist mein armseliger Zwillingsbruder. Also kannst du dir vielleicht vorstellen, wie er aussieht. Weißt du, er ist ein Junkie und wird unvorsichtig. Wenn er erwischt wird, bekommen wir beide Ärger. Und so sehr ich dieses Büchsenparadies auch verlassen möchte, so will ich nicht gehen. Du solltest mit ihm reden. Sag ihm, dass er Scheiße baut. Das habe ich schon. Ist nur alles nicht so einfach, wie es klingt. Ich gebe ja zu, dass ich auch schuld daran bin. Bobby bekommt seine Camps von mir und ich halte ihn an der kurzen Leine. Aber jetzt reicht's. Von mir bekommt der faule Sack nichts mehr. Gut, das ist der erste Schritt, um deinem Bruder zu helfen. Das hätte ich schon lange tun sollen. Aber hier ist alles nicht so einfach.
Hey, unser Besuch von draußen. Na, verlaufen? Hier unten wird nicht gehandelt. Ich hab mich nicht verlaufen. Oh, gut. Dann willkommen im Generatorraum. Oh, und hey, falls du Jet dabei hast, würde ich's dir abkaufen. Für 75 Kronkorken? Was? Das Stück? Wow, im Ernst? Das ist schon nicht schlecht, ne? Da kann ich dir leider nicht helfen. Verdammt. Tja, wenn du deine Meinung änderst oder Mitleid hast, komm zu mir. Aber sag's Tina nicht. Die macht mich sonst nur zur Schnecke. Vielleicht hört Bobby nach der Sache hier endlich mal auf mich. Hey, Bobby. Verschwindet mit mir von hier. Hast du noch mehr Jet dabei? Ich verkaufe jetzt nichts. Ach, komm. Mach das mal aus hier. Oh Mann, Nuka-Cola. Werd doch lieber Nuka-Cola. Hi, Tina. Ich hätte ihm niemals Jet geben sollen. Was, das war deine Schuld? Oh Gott, ey. Was eine Schwester. So, wie war das nochmal? Man kann hier irgendwie reingehen und dann... Den Code kann ich nicht knacken. Oh, was? Nur noch kein Level gemacht, ey. So, okay. Dann sind wir erstmal hier durch. Atomic Bomb wollte ich gerade singen, aber ist irgendwie verkackt. Ist das das Mädchen? Nee. Kein Mädchen? Hallo, Mädchen, wo bist du denn? Ah, das ist ihr Zimmer. Ist aber nicht zu Hause. Vielleicht im Unterricht. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsyth und Rachel und... Ich brauche keinen Arzt. Ich brauche keinen Arzt. Oh nein, nein, nein. Oh, jetzt haben sie aber Schluss. Diese Gören. Wenn doch nur meine Mama und mein Papa nicht so viel streiten würden. Eines Tages schauen wir hallo. Das Commonwealth an. Entschuldigung, meine Oma, hast du meinen Kater gesehen? Ah. Ash ist verschwunden? Wie viel würdest du zahlen, um ihn zurückzubekommen? Du kannst meinen Teddybären haben. Viel mehr. Bin ich schon zu groß für ihn. Das ist alles? Ich kann dir meinen Kickball geben. Den mag ich sehr. Aber Ashes mag ich noch lieber. Sieh mal, Kleines. Entweder du bezahlst mich oder ich helfe dir nicht. Du kannst mein Silbermedaillon haben. Ah. Das ist von meiner Mama. Das ist mir das Liebste auf der Welt. Geht doch. Außer Ashes natürlich. Ich suche nach ihm. Den Vault verlassen? Oh, bitte bring ihn zurück. Bitte. Niemand sonst würde rausgehen, um ihn zu suchen. Ich suche nach ihm. Danke. Er heißt Ashes und ist ein süßer grauer Kater. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Kitty, Mitzi, Mitzi, Mitzi. So, jetzt reden wir nochmal mit Lee Aufseher. Ich hatte diesen Schraubenschlüssel doch gerade noch in der Hand. So. Hey, wie geht es dir? Verdammt nochmal. Da muss wahrscheinlich der ganze Leitungskanal ausgetauscht werden. Calvin ist ganz schön sauer. Hallo! Hallo? Ach, da ist sie. Natürlich steht sie hier. Warst du schon im Sanitätszentrum bei Dr. Forsyth? Er hat mir gesagt, dass er dich zu gern kennenlernen würde. Haben wir. Aufseher McNamara? Einige unserer Bewohner sind weniger begeistert über Besucher von draußen, aber beachte bitte, dass sie nicht für uns alle sprechen. Du kannst dir ruhig die meisten Dienstleistungen nutzen. Habe ich eigentlich überhaupt eine Quest auf? Hier, Kitty Kitty? Die wir hier anzubieten haben. Jetzt machen wir erst hier Kitty Kitty. Wir haben irgendwas auf jeden Fall gemacht. Pass ich hab doch auf, mit dem. Was du tust. Mit dem Doktor. Hey, wie geht's? Wow, schreib mich doch nicht von der Seite an. Unfassbar. Pancake. Dürfte ich kurz mal Dr. Pensky? Ah, du bist perfekt geeignet. Ich suche nach einer freiwilligen Versuchsperson, die diese neue Obstsorte probiert, die ich gezüchtet habe. Klar, gib mal her. Klar, ich mag Obst. Hervorragend. Sag mir einfach, wie es schmeckt und wie du dich danach fühlst. Ich mag Obst. Wo habe ich denn nur den Geigerzähler hingelegt? Ist auch nur eine Mutterbeere. Dr. Pensky? Hast du die Frucht probiert? Und? Wie war sie? Sie war gut. Keine negativen Nebenwirkungen. Wusste ich's doch. Ein echter Fortschritt. Ich muss sofort eine neue Charge pflanzen. Da du mir so sehr geholfen hast, kannst du mir vielleicht noch anderweitig helfen. Weißt du, ich brauche diese Pflanzen für meine Studien und sie benötigen spezielle Nährstoffe. Besonders die Karotten. Wenn du im Commonwealth nach Dünger Ausschau halten könntest, würde ich dich nur zu gerne für deine Mühen entlohnen. Was? Dünger? Natürlich.
Kein Problem. Wirklich? Toll. Ich hatte befürchtet, dass ich schon wieder eine Anfrage an den Aufseher stellen muss. Bring einfach vorbei, was du findest, wenn du dazu kommst. Nee, ich... Sorry, ich muss Samen. Den Dünger behalten. Ich brauche mehr Samen. Samen. Okay. Jetzt gehen wir das Kätzchen holen und dann schließen wir erstmal die World Quest ab, weil ich glaube, der nächste Schritt ist erst, wenn die krank werden, ne? So viel kann man ihn gar nicht machen. Gott, mein Gott. Der Nuka-Hund. Holen wir das Kätzchen. Ich hätte auch direkt schnell reisen können, ich Trottel, ne? Oder? Kate? Nicht? Was? Blaum, blaum, blaum. Dr. Forsyth und Rachel haben eine Menge medizinische Vorräte. Wieder jemand von draußen? Warum haben sie dich denn reingelassen? Gott. Wie viele Ärzte gibt's denn hier? Gehen wir raus, oh ja, wir gehen raus und suchen das Kätzchen. Na gut, wie auch immer. Ich muss jetzt hier aufhören. Ja, Leute, also wir beenden hier die Folge. Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Fallout 4. Dann gehen wir das Kätzchen holen, dann gehen wir zurück, bringen es wieder rein. Und dann werden wir was anderes machen. Dann gehen wir mit Kate zum anderen Vault, zum nächsten Vault. Ja, alles klar, bis dahin. Haut rein.